Ich habe eine Aufgabe für euch. Achtet mal bitte in den nächsten 20 Sekunden nur auf Steph Curry. Achtet mal darauf, wie er läuft und läuft und noch mehr läuft, um am Ende den Dreier erfolgreich zu verwandeln. Was war eure Reaktion? Meine war ungefähr so. Einfach nur wow. Hallo Freunde, hier ist JustyKid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine neue Folge Court Vision und dabei soll es um diesen einen Spielzug der Warriors gehen. Curry wird von seinem Bruder verteidigt und trägt den Ball über die Mittellinie. Er zieht in die Mitte und will den cuttenden Sean Livingston anspielen. Das wird allerdings von Dame gut verhindert, Curry bekommt den Ball wieder und bewegt sich in die linke Ecke. Hood muss natürlich sofort mit einem Wurf rechnen, Curry geht vorbei und wird wieder von Zeb verteidigt. Er spielt den Ball auf Looney und tauscht dann mit Jordan Bell die Seiten. Blazers switchen, Lillard nimmt Curry. Während Green im Post steht, täuscht der zweimalige MVP eine Seite an, kann sich aber nicht freispielen. Bell bekommt den Ball wieder und Steph cuttet Baseline zum Korb. Jordan verpasst aber ein Anspiel, auch weil Dame wieder einen guten Job macht. Als Steph sieht, dass Green gleich wieder den Ball bekommen wird, weiß er genau, wohin er sich bewegen muss. Schnell rotiert er zur anderen Seite, wird angespielt, gibt Lillard einen Fake und verwandelt den Dreier. Eine Kleinigkeit noch. Auch Livingston weiß, wo Curry hingehen wird und stellt einen kleinen Block gegen Hood, damit dieser nicht zum Point Guard switchen kann. Allerdings sieht es hier auch nicht so aus, als ob dieser das überhaupt vorhatte. Steph Curry zeigt in dieser Sequenz einmal mehr seinen brillanten Basketball-IQ, seinen Einsatz und außerdem, wie fit und in guter physischer Form er im Moment ist. Kein Weg ist ihm zu weit und er verzichtet auf keine Chance für einen freien Wurf. Wie ich in einer früheren Court Vision-Folge, in der es auch schon mal um sein Off-Ball-Movement ging, gesagt habe, der Überraschungseffekt ist einer der Hauptschlüssel. Wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, schaut gerne mal rein. Ich bleibe bei meiner Aussage von damals, seine Bewegung abseits des Balles ist möglicherweise besser als sein Wurf an sich. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!